Ich bin die Angela Zumstein, eine geborene Stenzel aus Merkelsdorf. Das ist im Kreise Braunau in Ostböhmen gewesen. Unser Dorf war Grenzdorf nach Schlesien. Jetzt ist es nach Polen ein Grenzdorf. Ich spreche die Sudetendeutsche, schlesische Mundart. Ich erzähle Ihnen, wie bei uns die Landwirtschaft stattfand. Wir waren daheim mit Biobauern, bloß haben wir schnell gewusst. Bei uns, da war der Rehn nicht sauer und der Busch, ist der Wald, hat nicht gerust. Kunstdinger kam uns nicht als Haus, da kostet zu viel Geld. Wir fuhren am Mist mit der Ochse raus, da war's Feld gut bestellt. In Sevisa war ein Biotop, was da und dort alles blieb. Und was dat alles kroppern dort, haju, es war wirklich schien. Als Gärtler dort man Pflanzland stoße, da hat man Overriva, Zwippern, Mähren, Zeller und Solote und auch ein paar Radieslern aus Sommer von der Baute. Wir außer Bauerbrot und Butter und Apana und Quark und sub da ganne Kielsauer und wurde Gruß und Stork. Die Kotze, Frau's Keikittig hat, die schloppert die Milch schon um Morja und suste tot sie sich mit Mäuser Salvoversorger. Bello tot Schappi ane kenner, a Frau's, was übrig blieb die Woche. Sündig oder dann kriecht er vom Brot da die große Knuche. Also labt man, so salat ich also. Mit der Orbt, mit der Viechern, mit der Natur, eis war man das ganze Jahr. Drin, wenn Kuh zum Kolber war, da passt man Tag und Nacht und warst dann do das Mutsala, wurd's gleich gut bedacht. Da schort man Fische, schiete Struh für ein warmes Bucht, die Kuh kriegt den Kleiertrank und mir sorta Gott sei's gedankt. Von Schleudermilch und Apana fraß er sich die Schweinlandfette und grunzt da und bärt da im Hofe rim und sielt da sich am Drecke. Und die Butlern schort er ins Haus zängst rim, der Hohn krete vom Miste und die kleinen frischer Piperlern, die warmt man hinterm Ufer in einer Kiste. Und warst dann Herbst, war alles unterm Dache, das Heh, das Korn, die Apen und die Riva, kaum bloß auch noch die Hitte drauf, die war für Schluss geblieben. Dann schwarer Zuber schleppen noch euer Gorta hinters Haus und schäppt da die ganze dicke Prippe in die Äppelbäume aus. A dichtje rein schwefte als nei fürs Jurtruf zum Gerota. Danach spielte auch noch der Wind mit Zederlern vor insem Braunscher Bote. Der Braunsche Bote war die Tageszeitung.